Piac is Francis, 40-30. Bundespräsident Walter Scheel auch heute wieder unter den Zuschauern hier in der Münchner Olympiahalle. Bitte. Gut gesehen von Ken Fleck. Es war wieder mit Mühe, aber auch zum zweiten Mal gewinnt Ken Fleck sein Aufschlagspiel. Jeweils wie schon beim letzten Mal nach einem 0-30 Rückstand. Da kam einmal ein wirklich guter Aufschlagreturn von Erik Jehlen, aber dann haben Sie es bemerkt, ein gutes Auge von Ken Fleck, wie er diesen schwierig zu nehmenden Halbflugball die Linie entlang spielt, weil er bemerkt hat, dass Boris Becker sich in Richtung Platzmitte orientiert hat. Hier sehen wir noch einmal, wie Robert Seguso seinem Partner ein Zeichen gibt. Natürlich könnte man jetzt meinen, dass man ja daran schnell erkennen könnte, ob er den Ball nun in die Platzmitte oder nach außen spielt, aber da gibt es dann doch noch andere Absprachen und vor allen Dingen Änderungen, auf die man sich verständigt vor einem Spiel, sodass man anhand dieses Zeichens als Außenstehender nicht erahnen kann, wohin er aufschlagen wird. Aufschlag nun für Erik Jehlen, der vor allen Dingen jetzt sicherlich dann und wann ein paar gute Schläge und damit Erfolgserlebnisse braucht. Denn Erik Jehlen kann erheblich mehr, als er bisher gezeigt hat. So zum Beispiel. Ja. Diesmal gut gesehen von Erik Jehlen, der ohne Probleme sein Aufschlagspiel gewinnt. Und es kam auch im Gegensatz zum ersten Aufschlagspiel erheblich mehr erste Aufschläge. Bitte.
10-0. 15-9. But every... Ja, da monieren die Amerikaner, dass sie eine Handbewegung von Boris Becker so gedeutet haben, dass der noch nicht fertig sei mit dem Aufschlag. Da sehen Sie sie. Und dadurch sagen die Amerikaner, hätten sie sich irritiert gefühlt. Punkt für Becker und Yellen, 30-15. Zwei Satzbälle für Ken Fleck und Robert Siguso. Und der erste Satz geht nach 36 Minuten an das amerikanische Doppel mit 6-3. Becker und Yellen hatten ihre Chance im Eröffnungsspiel, als sie bei Aufschlag von Robert Siguso drei Spielbälle nicht verwerten konnten. Und wie das dann häufig so ist, die Reaktion, ein verlorenes Aufschlagspiel und die vorentscheidende 2-0 Führung. Ein Aufschlagverlust im Doppel ist nicht einfach wieder auszugleichen. Schauen wir uns den letzten Ball des ersten Satzes noch einmal an. Dieser mit der Vorhand geschobene Return von Erik Yellen, ein bisschen zu hoch angesetzt. Und in diesem ersten Satz hat sich wieder einmal gezeigt, wenn Fleck und Siguso am Netz die Position eingenommen haben, und das machen sie sehr, sehr schnell, dann sind sie nur sehr, sehr schwer zu passieren. Becker hat es zweimal versucht mit einem Lob, einmal erfolgreich, einmal weniger. Die Amerikaner rücken sehr dicht auf an das Netz. Noch ist überhaupt nichts verloren in diesem Doppel, das natürlich auf drei Gewinnsätze gespielt wird.
is noon. 49. Josef Goll, seit Jahren der Mannschaftsarzt der bundesdeutschen Davis-Pokalmannschaft. Dahinter Carlo Steeb und Patrick Kühn. Zum zweiten Mal in Folge gewinnt Boris Becker sein Aufschlagspiel zu Null. Sie haben es bemerkt, die Amerikaner haben die Aufschlagfolge geändert. Das dürfen sie, jeweils mit dem Beginn eines neuen Satzes. Robert Seguso schlägt auf der Seite weiterhin auf, auf der er auch im ersten Satz serviert hat. Wunderbar. Vielleicht haben Sie da im Hintergrund den amerikanischen Kapitän Tom Gorman nicken sehen. Er wollte damit andeuten, dass dieser Ball wirklich im Aus war. Und Spielball für Becker und Spielen, die in dieser Phase hochklassig retournieren.
Just. Ja, schade, da war die Möglichkeit zur 2:0-Führung mehr als gegeben. Nachdem man ja zunächst 0:40 zurücklag, dann gab es wunderbare Returns von Becker und von Jelen. Und nach dem Return von Boris Becker bei eigenem Vorteil, da musste Dirk Jelen, oder er hatte zumindest die große Chance dazu, den Punkt zu machen. Yes.
Ja, das, was da steht, kann man nur bestätigen. Vor allen Dingen aus der Sicht von Erik Jehlen, der mit dem Vorhandflugball ganz arge Probleme hatte in diesem gerade zu Ende gegangenen Spiel. Kein Gefühl, hatte kein Timing, die Bälle gingen häufig ins Aus. Aufschlag Ken Fleck. Zwei beide, noch kein Aufschlagverlust in diesem zweiten Satz. Im Ansatz praktisch nicht zu erkennen, dieser beidhändig geschlagene Rückhandreturn von Ken Fleck. Ah!
Hughes. Ich nehme an, dass die Amerikaner da Netz reklamieren wollen, weil sie ein Geräusch gehört haben, aber der Netzrichter hat dies nicht angedeutet. Diese Situation hatten wir schon einige Male, aber die Entscheidung des Schiedsrichters bleibt bestehen. Und mit der Maß endet Boris Becker dieses Aufschlagspiel und wir erleben in diesem zweiten Satz im Moment eine bunte Mischung zwischen glatt und äußerst knapp gewonnenen Aufschlagspielen. Zwei Spielbälle hatten die Amerikaner. Nach genau einer Stunde Spielzeit steht es im Doppel zwischen Ken Fleck und Robert Seguso. Wie Boris Becker und Erik Jehlen aus der Sicht der Amerikaner 6:3 und 3:3. Aufschlag Erik Jehlen. Cool.